Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Warhammer 40k Space Marine. Mein Name ist Akreeper und wir sind im 10. Kapitel im Haus der Geheimnisse. So, dann gucken wir mal, wo wir stehen geblieben sind. Sehr gut. Alle Sicherheitsmaßnahmen sind in Kürze abgeschaltet, Captain. Ah Ich ja. fürchte jedoch, Sie waren das Einzige, was die Orks draußen hielt, wie auch immer. Adeptus Astartes erkannt. Voller Wunderbar. Zugriff gewährt. Sehr toll. Und ja, das freut mich. Haben wir das Ding schon? Ne, haben wir noch nicht genommen. Aber ich glaube, wir sind das letzte Mal gestorben. Ja, hält jetzt länger Aber Sie und so werden die weiter. Waffe abfeuern Und können? Da. In der Tat. Dann sollten wir uns beeilen. Ja, Dieser Ort wird sollten sehr wir. Bald von Orks überschwemmt sein. Natürlich. Sicherheitssysteme abgeschaltet. Autorisierung erkannt. Schutzmaßnahmen eingeleitet. Bitte gehen Sie zum Generatorraum. Ich hatte Steam. Da kommen die Orks. Noch eine Welle Orks! Das hier. Ja klar. Okay, gut, wir haben diese Passage, an der wir das letzte Mal sauber draufgegangen sind. Ja, halbwegs jetzt Sie den überlebt. In die Aufnahmevorrichtung im Energiekern, Captain. Müssen wir wieder mit Strahlung rechnen? Nur wenn Sie den Kanister fallen lassen. Yay. Okay. Zeit, meine Energiequelle zu tragen, ist endlich vorbei. Na klar. Abstand halten. Schusssequenz der Psi-Geißel eingeleitet. Alarm. Gebäudeschäden. Warnung. Notbehältnisse beginnen. Verdammtes Ding! Was muss ich tun, Inquisitor? Sie müssen die Ausrichtung des Feldes manuell starten. Mit Geil. Gewalt, wenn nötig. Oh. In der Abschusskammer! Aufzug betreten, Ultramarines! Ja, wo ist der Aufzug? Ich denke hier. Okay, dann bewegen wir uns mal zur Abschusskammer. Und dann werden wir diese Psi-Geißel einfach mal manuell starten. Das sollte doch im Rahmen des Möglichen liegen. Bitte nur ein Stockwerk, bitte nur ein Stockwerk, bitte nur ein Stockwerk, bitte nur ein Stockwerk, bitte nur ein Stockwerk. Sie müssen die Schaltkreise wieder verbinden, Captain. Sonst gibt es eine Überladung, die den Planeten zerreißt. Verstanden. Ja, toll. Ich meine. Wäre jetzt nicht so cool, aber wäre mir auch egal. Ist ja nicht mein Planet, ne? Oh Mann, dauert das. Okay. Immerhin gespeichert. Ja. Na, wunderbar. Die Kammer ist voller Abschaum. Alle tilgen. Keine Gnade. Ja, ja. Schon klar, aber. Quatschkreuz. Ja, geht doch. Okay. Konsole
schließen. Repariere sie, Sabotage. Ja, wir schieben einfach hier irgendwas wieder in die Schaltkreise sind verbunden. Dieses Teil rein. Toller Mechaniker. Ja, da ist das Ding schon mal. Der Warp-Funke. Gitter schön. Und aktivieren. Und. Bam. Das war sicher nicht beabsichtigt. Sehen Sie, der Turm. Ich hab dich gesucht, Space Marine. Du hast etwas von mir. Ich war's. Ja. Nein. Sequenz. Ja, ich bin untötbar. Ja, yeah, ebenso. Ich bin blind. Ich sehe nichts. Warum hat sie nicht funktioniert? Weil sie scheiße ist. Dr. Dogan. Trau niemals der Inquisition. Durchhalten, Ultramarines. Mit einem Ort werden wir fertig. Space Marine! Sollte das wehtun? Warp-Dämonen! Chaos-Dämonen! Wie ist das möglich? Hast du jetzt neue Freunde, Space Marine? Und tschüss. Na, hast du mal einen schönen Abgang. Terminatorenrüstung der Black Legion. Sieht mächtig aus. Einfach mächtig. Die Viecher sind so hässlich. Tut mir leid. Ich finde die Schwerter zwar cool, aber der Rest ist grottig. Inquisitor! Zurück! Ja. Fuck! Wie heldenhaft! Drogan! Ja, Mann. Was ne blöde Sau. Er zieht dann allein mit dem Typen. Ich verstehe. Mein Diener hat das getan, was ich gehofft hatte. Und mehr. Aber er hätte es ohne euch nie geschafft. Dank dieser tapferen Space Marines konnten wir in diese Realität eindringen. Schlauer Na, du scheinst überraschenderweise in der Lage zu sein, meine Berührung standzuhalten. Titus von den Ultramarines. Ja, der ist halt Ultra, weißt du? Deswegen und ist das der bei den Ultramarines, hä? Was meine Diener über die Maßen beeindruckt hat. Du glaubst, der Inquisitor ist ein Verräter, aber Drogan war schon tot, bevor du ihn das erste Mal getroffen hast.
es nur benutzt von meiner Marionette aus Fleisch und Blut. Oh. So leicht bringt mich keiner um. Ja, haut euch. Bam. Und ab geht's. Noch eine Runde. Okay, gut. Ich beende mal diesen Part hier. Es geht im nächsten Teil gleich weiter. Wie ihr seht, die Story hat eine überraschende Wendung genommen. Und der spannende Teil steht uns noch bevor. Und der nervtötende Teil auch. Und ja, vor allem der nervtötende Teil steht uns noch bevor. Aber gut, in diesem Sinne viel Spaß beim Angucken und bis zum nächsten Mal.